So, da geht's mal weiter mit Darksiders 2. So, diesmal, wir sind in den Dreistein angekommen. So, mal gucken, was das hier für ein Kollege ist. Das sieht irgendwie, scheint das wohl der Waffenmeister zu sein. So, du haust mir gerade mal keins aufs Maul. Reden, ja. Der Sensenmann. Wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat. Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. Ja, cool. Du solltest dich dehnen, bevor du das probierst. Meteorschlag. Also springen und dann, bei mir ist das Maus 5, ist ja ausweichen. Okay. Weitere Moves können Sie erwerben, indem Sie Trainings... Ah, okay. Benutzen Sie Erntrache durch Drücken von Maus 5. Vorwärts. Ausweichen und linken wählen Sie die Move-Liste im Gepäck, um Ihre Kampf-Moves anzusehen. Okay, so. Naja, was auch immer. Okay. Machen wir dann irgendwie. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Schaue auf der Weltkarte nach der Position. Karte ist ja hier. Spacebar? Ah, okay, okay. Dreistein. Ah, okay, hier ist also die komplette Karte. Okay, gut zu wissen. So, da ist das Questgeraffel. Dreistein, okay. Ja, gucken wir mal. Wir laufen mal. So, wenn wir hier gucken. Ah, okay. Wenn du dich in diesem Stelle, nimm bitte mein Geschenk an. Eine Rüstung, die von den Schmiedemeistern von vor mir gefertigt wurde. Sie ist darauf abgestimmt, den Elementen zu widerstehen. Ah, okay. Oh, geht schon gut los. Nachricht löschen. So. Gut. Okay. So. Dann wollen wir den Kram auch mal anlegen. So, warum geht die nicht? Ah, Stufe 5. Okay, also ich muss ja Stufe 5 werden. Verteidigung, Kraft, Gesundheitsregeneration. Okay. Ah, das ist alles Stufe 5. Den Kram habe ich ja schon. Okay. Gut. Also können wir das dann anlegen. Alles klar, also Schlangenschrein ist also Briefkasten. Beim Barte des Erschaffers. Die Gerüchte sind wahr. Ein Reiter in den Schmiedelanden. Ich heiße Aliyah und das ist mein Bruder Valus. Wir sind die Betreiber dieser Schmiede. Obgleich ich vermute, dass das nun weniger bedeutet als einst. Dies ist die Schmiede eines Erschaffers? Nein, die Schmiede der Erschaffer ist für uns verloren. Von den Händen des Verderbens zum Schweigen gebracht. Aber in ihren Tiefen fertigten wir einst die dunklen Türme der Hölle und die Städte des Himmels. Und nun stellt ihr Kleinkram her? Und du? Einer der vier? Suchst nun die Hilfe der Erschaffer? Ich schätze, wir sind alle von unseren hohen Rössern gefallen.
Ich kam auf der Suche nach dem Baum hierher und der Älteste spricht von Feuer. Was ist das? Ja, das Feuer des Berges. Das Blut des Steinvaters. Es floss einst ebenso in unsere Schmiede wie die Tränen. Beide haben unsere Arbeit mit unglaublicher Kraft versetzt. Das Herz und die Seele des Steins. Aber das Verderben hat sie geholt. Jetzt ist unsere Schmiede verstummt. Was betrifft das mich? Der Weg zum Baum ist verloren. Versperrt durch Verderben. Du kannst diesen Ort ebenso wenig verlassen wie wir. Stell unsere Schmiede wieder her. Dann ist der Baum erreichbar. Ich kann deinen Gedanken nicht folgen. Wir sind Erschaffer, keine Krieger. Aber nicht ohne Waffen. Bevor die Schmiede verloren ging, schufen wir ein mächtiges Wesen aus Seele und Stein. Ein Koloss gegen das Verderben. Um ihn zu wecken, benötigt man einen Erschafferschlüssel aus unserer Schmiede. Hilfst du uns? Was ist dieser Kessel? Ein Tempel, der im Schatten der Steinvaterspitze steht. Dort wurde das Feuer des Berges gebändigt und zu unserer Schmiede geleitet. Reite von der Stadt nach Osten, über den verkohlten Pass und zur schlackigen Spitze des Steinvaters. Dort findest du den Kessel. Kein Mann der großen Worte, dein Bruder. Aber selten still. Seine Stimme ist das Klingen des Hammers, sowie das Fauchen einer weißen Flamme. Ja, er arbeitet, während du redest. Ja, die Frauen schnell durchschaut. Ich werde wohl eine Klinge brauchen. Ist deine Not größer als unsere, Reiter? Ich glaube nicht. Wir kämpfen um das Überleben unseres Reichs und unserer Art. Erweise dich als würdig. Dann können wir vielleicht ins Geschäft kommen. Okay. Komm später wieder. Wir müssen uns um unsere Schmiede kümmern. Ja, ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Aber hier war die Schlangengeraffel. So. Ach, da ist mein Vögelchen. Gehen wir mal auf die andere Seite, einfach mal gucken. Oh, das sind ja alle so eine Tiere. Wir haben deine Ankunft erwartet, Reiter. Dein Schatten hat lange über diesem Reich gelegen. Viele kennen den Sensenmann, aber ich kenne euch nicht. Wir sind die Erbauer dieser Welt. Doch das Verderben zehrt an ihrem Herzen und zerstört in Tagen, was wir in Äonen schufen. Aideat gibt sein Bestes, um unseren Schmerz zu lindern. Doch unsere Seelen sehnen sich nur nach einem, dem Tod. Wir haben keine Hoffnung. Reiter, zweifelst du jemals an deiner Zukunft? Nein. Also würde jemand wie du ausziehen, um ein Schicksal zu ändern, das ihm nicht gefällt? Das ist ein langer und gefährlicher Weg. Selbst für den Tod. Und was kümmert dich das, Schamanin? Es kümmert mich insofern, dass ich die Fähigkeit habe, Talismane zu fertigen. Wenn du mir die richtigen Materialien bringst, fertige ich dir einen mächtigen Talisman, der dir auf deiner Reise helfen wird. Was brauchen wir? Pirschknochen, Ätztau und Meißelstein. Es ist kein einfacher Talisman. Wo kann ich all das finden? Irgendwo in den Schmiedelanden. Ich verlasse Dreistein nur selten, aber dieser Bub Khan ist immer raus zum Erkunden. Er kann dir zweifellos mehr sagen. Sag mir, Schamanin, was ist das Verderben? Ich weiß nur, was ich befürchte, dass es sein könnte. Das Verderben zum Leben erweckter Hass ist. Und dieser Hass kommt nicht aus den Bäumen oder Steinen, sondern von uns selbst. Du verzweifelst. Und lässt doch Leben aus der Erde wachsen? Ich bin eine Schamanin, an diese Aufgabe gebunden, auch wenn unsere Tage sich verfinstern. Wir sind wie Pflanzen. Wir schlagen Wurzeln, blühen auf und verwelken, während wir Samen in den Boden fallen lassen. Ein ewiger Kreislauf. Ich kann ihn und dich nicht aufhalten. Erzähl mir mehr über den Baum des Lebens. Der Wald um den Baum ist verdorben worden. Er hungert. Du kannst den Baum nicht erreichen, solange du atmest. Ja, gute Voraussetzung. Es sind neue Talismane im Angebot. Vielen Dank.
Nee, die verkaufen wir mal nicht. So. Ja, das Rückkauf, das ist auch gut. Gut, alles klar. So. Für mehr sind wir eh zu pleite. Während du erntest, werde ich säen. So, dann gehen wir mal zu diesem anderen Heini nochmal zurück. Oh, so eine Map-Funktion wäre toll. Okay, Kollege Schnürschuss nach oben gelaufen. Ach, da ist der andere Knirche auch. Kann man die eigentlich kaputt machen? Oh, cool, hier gibt's Geld. Reiter, auf diesem Weg findest du nichts als Ärger. Tu für deinesgleichen, was du musst. Ich werde für meinesgleichen zum Kessel reiten. Wenn man gerne hüfthoch im Verderben steht, ist dieser Ort ebenso gut wie jeder andere. Es gibt einen Grund für das Tor hier. Und wenn du ein Freund wärst, würde ich dich nicht durchlassen. Doch, ja nun, wer ist schon des Todes Freund? Hast du Weisheit zu teilen oder ist sie vor langem im Kampf verloren gegangen? Ach, Weisheit ist nicht wie Zähne. Ich habe viel davon übrig. Genug, um mich vom Kessel fernzuhalten. Die Alten haben ihn mit widerwärtigen Fallen versehen. Aber jemand so schlau wie du kann ihnen sicher entgehen. Okay, also Freunde werden wir nicht mehr. So. Was sagt er hier noch? Das Feuer ist wertvoller, als ich es bin, Reiter. Du solltest dich beeilen, zum Tempel zu kommen. Feuer allein wird euer Reich nicht retten. Du sprichst von der Schmiede. Richtig. Ohne das Feuer und die Tränen des Berges, ohne die Schmiede selbst, fehlen uns die Mittel, den Wald zu durchqueren und den Baum des Lebens zu erreichen. Was dann? Unsere Macht ist die Schöpfung. Deine ist Tod und Verzweiflung. Du bist ein Nephilim, Fürst der Zerstörung. Vielleicht liegt darin die Hoffnung. Wie alt ist die Schmiede? So alt wie das Reich selbst. Und vielleicht sogar älter. Es wird gesagt, die Schmiede war das Erste, was wir Erschaffer bauten. In ihren Tiefen haben wir ganze Welten geformt. Jo, Gesundheit. Ah ja, okay. Kollege hat das Tor aufgemacht. Na, dann wollen wir mal. Da noch runter. Okay. Komme ich auch irgendwo hin? Oder mal. Da komme ich nicht hin. Ach, scheiß drauf. Es kann ja nicht sein, wenn man ins Wasser. Wenn sie im Wasser sind, können sie, um unterzutauchen und leer drücken und wieder. Ah, okay. Ah, eine Münze. Cool. Und nu? Warum klettern wir auch nicht einfach nach oben, ne? So. Ah, okay. Hier kommt man also wieder so ganz zurück. Ah, okay, alles klar. So, da mal rüber. Yippie. Ja, so sehe ich das auch, ne? Wenn man da mal runterspringt.
Hier scheint man auch hinzukommen. Ach ja, das ist gut. So, gespeichert, das sieht auch gut aus. Die Welt hier. Jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. Warte mal, wie können wir denn? Aufgabenanzeige umschalten. Okay. Gut, was auch immer. Das gefällt mir. Oh, jetzt reiche ich da hinten erstmal. Jetzt will ich auch wissen, was das ist. Ah, cool, man kann auch so. Tut mir das was? Auch nicht wirklich. Na gut, dann reiten wir mal so Richtung dieses... des Punkts, wo wir hin müssen. So, hier müssten wir also hin. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das mal beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.